Nicht zusammen. Ich, ja, machen wir, machen wir. Ich gehe ganz nah ran. Hallo zusammen. Ich stelle uns beide mal schnell vor. Das ist Hardy Grünefeld. Ich bin Bernd Felsner. Hardy macht dann seinen Part detaillierter. Er weiß viel mehr über sich selbst. Ich bin seit 25 Jahren Unternehmer. Ich glaube, ich bin Unternehmer geworden, weil ich freiheitsliebend bin. Und seit 6 Monaten ist mir diese Freiheit deutlich abhanden gekommen. Und nee, ist gar nicht so schlimm. Mir geht's vielleicht gar nicht so schlecht, wie Sie jetzt denken. Aber mir geht's auch um euch, um andere. Ich habe gar nichts davon, wenn um mich herum Leute eher sehr unzufrieden gucken müssen und sozusagen vielleicht auch am Rand der Existenz sind, wie im Künstlerbereich und so weiter. Und was ich bemerkenswert finde, wir sind jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft unserer sogenannten Interessenvertreter. Und wie Anselm so schön vorher sagte, es gibt irgendwie, ja eigentlich schon medizinisch zur, in der Causa Corona, einen Haufen Leute, die eine deutlich oppositionelle Meinung haben zu dem, was uns die Monopolmeinung der Regierung sozusagen vorgesetzt und vorgegeben wird. Und es ist doch erstaunlich, warum man die nicht wirklich zu hören kriegt, außer in ein paar wenigen alternativen Medien. Und deshalb haben wir beide Mutigmacher.org gegründet. Gibt es auch kleine Karten, wer möchte, kann die hernach dann abholen. Als kleine Orientierung, die folgende Idee hat. Es müsste doch vielleicht auch sogar bei den Journalisten, die heute da sind und sich jetzt nicht zu erkennen geben, Leute mit Kindern geben, mit Gewissen geben, die eigentlich merken, dass sie irgendwie am Thema vorbei berichten, Klammer auf müssen, Klammer zu. Und ja, vielleicht müssen sie es wirklich, weil sie unter Umständen auch monetäre Abhängigkeiten in ihrem Angestelltenverhältnis und so weiter haben und der Chef, die Chefin eben sagt, du musst das berichten und nicht jenes. Und vor allen Dingen nicht wahrhaftig und die wahrheitsgemäß, sondern eben so, wie es die Doktrin ist, aus welchen Kreisen auch immer, jedenfalls nicht aus unseren Kreisen. Und deshalb haben wir Mutigmacher gegründet und Hardy erklärt euch jetzt, wie das gehen soll. Bravo. Genau, Dankeschön. Erstmal nochmal danke an euch alle, dass ihr hier seid. Das ist wunderbar. Das ist ein ganz, ganz tolles, großes Zeichen. Ja, der Bernd hat es angerissen. Also wir wollen Menschen mutig machen. Menschen, die kurz vielleicht davor stehen, endlich ihrem Gewissen zu folgen und zu sagen, dort in dieser Behörde, bei diesem Pharmaunternehmen, bei diesem Medienunternehmen läuft doch einiges schief, was aber gar nicht in die Öffentlichkeit dringt. Und derjenige, der das weiß, hat vielleicht nicht den Mut, es in die Öffentlichkeit zu bringen, weil er natürlich Angst hat vor negativen Konsequenzen, vor Verlust des Arbeitsplatzes, vor Reputationsverlust und so weiter. Viele verschiedene Themen, jeder sicher sehr individuell. Und wir haben uns gesagt, lasst uns doch was machen, dass wir diese Menschen mutig machen, dass sie den Sprung über diese Angsthürde, über diese Angstschwelle hinbekommen und der Öffentlichkeit, der Gesellschaft einen riesengroßen Dienst erweisen, in denen diese Menschen Fakten in die Öffentlichkeit bringen, die vorher nicht da waren. Es gibt ja dieses schöne Zitat. Hallo? Da sind noch Batterien in der schwarzen Tasche. Nee, also das ist grün, das leuchtet. Achso. Jetzt? Ja. Genau, also es gibt ja ein sehr schönes Zitat von Karl Jaspers, der gesagt hat. Test, nein. Okay, ich mach's ganz laut. Also, Frieden ist nur durch Freiheit und Freiheit ist nur durch Wahrheit möglich. Und genau daran orientieren wir uns, dass wir sagen, wir brauchen ganz, ganz dringend in dieser heutigen Zeit, in dieser Gesellschaft, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und eben Menschen, die mutig sind, dazu zu stehen. Und wir suchen genau diese mutigen Menschen. Das Mikro ist kaputt. Und wir suchen genau diese mutigen Menschen, die sich da eben trauen, die ermutigen wir. Wir haben hinter uns ein großes Netzwerk, jetzt schon an vielen Unterstützern aus dem juristischen Bereich, aus dem medizinischen Bereich, aus dem Immobilienbereich. Jetzt wieder. Test, Test. Jawohl, jetzt geht's wieder. Also. Also, wir wollen eben diese Menschen mutig machen. Ich glaube tatsächlich hier, der Akku von der Box ist leider am Ende. Also ich mach's mal so und versuch's laut zu machen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sind ja gerade erst angefangen. Letzte Woche haben wir den Verein gegründet. Und
wenn es hier schon Menschen gibt, die sagen, ja, ich will endlich meinem Gewissen folgen, aber ich traue mich noch nicht, wendet euch an uns, mutigmacher.org. Wenn es unter euch Menschen gibt, Rechtsanwälte, Mediziner, Leute, die sagen, wir können auf andere Art und Weise Menschen unterstützen, dass sie mutig werden, dass wir diese Menschen auffangen, dass wir diese Brücken bauen, meldet euch ebenfalls bei uns mit einer großen Unterstützerschaft, auch mit finanzieller Unterstützung, mit finanziellem Support. Wird der Verein ist jetzt zur Gemeinnützigkeit angemeldet, können wir sicherlich schaffen, einige Menschen über diese Angstschwelle springen zu lassen, dass sie mutig werden und dass sie belegbare Fakten, die vorher nicht in der Öffentlichkeit waren, an die Öffentlichkeit bringen und somit viel, viel zu einer wahrhaftigen, ehrlichen und wieder solidarischen Gemeinschaft uns dann alle zurückführen können. Vielen, vielen Dank.